Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. 5 Uhr klingelt der erste Wecker. Eine Stunde Zeit, um sich stressfrei für den kommenden Tag vorzubereiten. 6 Uhr klingelt der zweite Wecker. Kinder wecken, Zähne putzen, anziehen, frühstücken. 6.45 Uhr geht's auf den Weg in den Tag. Die einen in die Kita, die anderen in die Schule, die Eltern zur Arbeit oder zum Einkauf, oft auch für Oma und Opa, zu Ärzten, und der Haushalt muss erledigt werden. Essen, kochen, spazieren gehen, Hausaufgaben helfen und vieles mehr. Manchmal hört man auch auf Arbeit, vielleicht von den kinderlosen Arbeitskollegen, du hast es gut, du kannst schon nach Hause gehen, weil man nur 30 Stunden statt 40 hat, um alles unter einen Hut zu bekommen. Aber von Feierabend ist noch lange keine Rede. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Familien leisten einen unschätzbaren Wert für die Zukunft unserer Gesellschaft. Und doch wird, was Familien leisten, oft nicht als Leistung empfunden. Übrigens weder von den Eltern selbst noch von der Gesellschaft. Ich kenne keine Eltern, die sich abends, nachdem dann die Kinder irgendwann endlich eingeschlafen sind, auf ihr Sofa sinken und stolz sagen, was haben wir doch heute wieder für unsere Zukunft, für unsere Gesellschaft geleistet. Wir wissen, dass Kinder nicht geboren werden, um die Zukunft der Rente zu sichern, sondern sie zuallermeist ein Zeugnis tiefer Liebe und Zuneigung sind und auch viele von uns sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen können. Das, was in Familien passiert, was sie alltäglich leisten, wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Dass Kinder um ihrer selbst willen geliebt werden, dass sie gesund ernährt werden, dass ihnen vorgelesen wird, dass man nächtelang an ihrem Bett sitzt, wenn sie dann mal krank sind, dass sie sensibel in ihren Bildungsprozessen begleitet werden, dass sie bei Problemen unterstützt werden. Kurzum, dass Eltern dafür sorgen, dass ihre Kinder zu gesunden, emotional stabilen Persönlichkeiten heranwachsen, damit sie später ihrerseits Aufgaben in Familie und Beruf wahrnehmen können. Und das alles passiert leise, oft ungesehen und doch sehr engagiert. Oft werden gleichzeitig noch die eigenen Eltern beim Älterwerden begleitet. Teile der Pflege werden übernommen und wo dies nicht möglich ist, Hilfe für den Alltag organisiert, die es ihnen ermöglicht, lange in ihrem vertrauten Zuhause zu bleiben. Seit Jahren reden wir, dass die demografische Entwicklung unsere Gesellschaft verändert. Seit den 70er Jahren befindet sich die Geburtenrate im freien Fall. Jede Generation wird nur noch zu 2/3 von der nachfolgenden Generation ersetzt. Das ist unsere Herausforderung, die wir nicht zur Kenntnis nehmen wollen, sondern auch einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass sich dies alles wieder ändert. Diese Herausforderung sehen wir, wenn wir über den Fachkräftemangel reden, wenn wir über bedarfsgerechten Wohnraum für Jung und Alt reden. Das geht von Einraumwohnungen bis 5-Raumwohnungen und von Barrierefreiheit sowieso. Diese Herausforderungen erkennen wir, wenn wir uns unser Sozialsystem anschauen. Diese Herausforderungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind zugleich neue Chancen für unsere Gesellschaft, für neue Möglichkeiten des Zusammenlebens und des Miteinanders. Und es ist unsere Verantwortung als Politik, diese Chancen zu gestalten. Und es ist uns doch völlig klar, was in Familien versäumt wird, kann von staatlichen Institutionen, wenn überhaupt, nur mit großem Aufwand kompensiert werden. Friedrich Engels hatte schon recht, als er in seinem Beitrag Der Ursprung der Familie die Familie als Keimzelle der Gesellschaft bezeichnete. Sie sichern die Zukunft jeder, auch unserer Gesellschaft. Deshalb ist es dringend notwendig, sie stetig immer besser zu unterstützen, sowohl finanziell als auch ideell und mit vielfältigen Leistungen der Gesellschaft, um deren Leistungen für die Gesellschaft besser zu honorieren. Das gilt insbesondere für Alleinerziehende. Sie erbringen große Leistungen unter wirklich erschwerten Bedingungen. Sie sind häufig allein für die Kinder verantwortlich und erhalten in 50% der Fälle oder keinen vollständigen Unterhalt. Oftmals ist es für Alleinerziehende mehr als schwierig, meist unmöglich, in Vollzeit arbeiten zu können, um damit ein gutes, ja, ein ausreichendes Einkommen zu erzielen, um die Bedürfnisse ihrer Kinder, von ihrem mal ganz zu schweigen, erfüllen zu können. Und so hat es auch der in diesem Jahr veröffentlichte Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes darauf hingewiesen, dass das Armutsrisiko stark von der Familienform abhängt und die Armutsquote bei Alleinerziehenden kontinuierlich steigt, obwohl die Erwerbstätigenquote zunimmt, seit Jahren.
Und er stellt fest, dass je größer die Kinderzahl der einzelnen Familien ist, desto schwieriger ist es, den Lebensstandard der Familien zu halten. Die Brandenburger Regierung weiß, dass es guter Rahmenbedingungen bedarf, damit Familien sich in unserem Land wohl und sicher fühlen. Wir wissen um unsere politische Verantwortung, damit Familien im Land Brandenburg weiterhin unterstützt und auch entlastet werden. Und das ist unser Anspruch. Erstmals hat die Landesregierung 2005 ein familien- und kinderpolitisches Programm aufgelegt, dessen Überarbeitung im Jahr 2011 erfolgte. Damit wurden konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Chancengleichheit für gesundes Aufwachsen und gute Bildung beschlossen. Und seitdem wird an dieser Umsetzung auch weiterhin gearbeitet. Zum Ende der letzten Legislaturperiode hat die Landesregierung ihren Bericht zur Umsetzung des Kinder- und familienpolitischen Rahmenprogramms vorgelegt und zukünftige Herausforderungen einer gestaltenden Familien- und Kinderpolitik formuliert. Der vorliegende Antrag soll an die bisherige Arbeit zur Unterstützung unserer Familien und auch der Alleinerziehenden anknüpfen und neue Akzente setzen. Zugleich wollen wir, dass die Landesregierung und wir alle gemeinsam der Tatsache, dass es immer mehr ältere und hochbetagte Einwohnerinnen und Einwohnerinnen gibt, noch besser Rechnung tragen. Gestern konnten Sie in der Motz lesen, Brandenburg verzeichnet einen Babyboom. 2014 war ein Rekordjahr mit fast 20.000 Geburten. Deutschlandweit sieht der Trend aber anders aus. Leider. Das würden wir gern ändern, auch wenn wir wissen, dass wir die grundlegenden Rahmenbedingungen, die im Bundesrecht liegen, ich erinnere da nur an Hartz IV, nicht ändern können. Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege ist uns ganz, ganz wichtig. Wir wollen, dass in mehr Familien als heute zwei Wecker klingeln, Kinderlachen durch die Wohnung klingt und der Tag mit einem gesunden Frühstück der ganzen Familie beginnt. Für uns gehören selbstverständlich auch Oma und Opa dazu, ohne die viele Alleinerziehende gar nicht ihrer Verantwortung im Beruf und in Familie gerecht werden könnten. An dieser Stelle mein ganz persönliches Dankeschön an meine Eltern. Mit ihnen meistere ich gemeinsam meinen Familienalltag und ohne sie könnte ich meine Verantwortung als Landtagsabgeordnete nicht gerecht werden. Ja, wir Linken meinen es ernst mit dem Ziel, Brandenburg zu einer kinderfreundlichen Region in Europa zu entwickeln. Und ja, das erreichen wir nicht von heute auf morgen. Das ist uns bewusst. Deshalb haben wir, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der SPD und der CDU, ihr Programm aus dem Jahr 2005 fortentwickelt und arbeiten eben schon seit 11 Jahren an einer stetigen Verbesserung der Bedingungen und wir wollen auch gemeinsam diesen Weg fortsetzen. Wir brauchen und wollen starke Familien für eine Zukunft in unserem Land und für unser Land. Deshalb bitte ich um Zustimmung für diesen Antrag. Dankeschön.